Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Wir befinden uns immer noch in den Neulondo-Ruinen, wo ich das letzte Mal mein Leben verloren habe. Und ich müsste jetzt ungefähr wieder dort sein, wo ich mein Leben verloren habe. Ich wundere mich gerade ein bisschen, warum hier meine Seelen nicht liegen. Oder war das... Ja, das war hier, genau. So, warte mal. Ich habe nämlich gerade wieder genau das gleiche Problem wie letztes Mal, dass ich gestorben bin, weil ich eben nicht den Wanderfluch aktiv habe. Das wird mir jetzt diesmal nicht passieren. So... Und da kommt nämlich das Schwein, was mich gekillt hat. Eigentlich ein ganz normaler, kacknormaler Geist. Richtig ärgerlich. Fluchbissring, okay. Was macht der? Das schaue ich mal gerade ganz kurz nach. Schauen wir uns das mal an. Der Fluchbissring, wo bist du denn? Da. Verstärkt Fluchresistenz. Einer der berühmten Bissringe, die von Sir Arsten von Karim in Auftrag gegeben wurden. Trotz der grausamen Geschichten um seine Entstehung ist dieser Ring ein wertvolles Mittel zum Schutz vor Flüchen. Das ist, wäre mega praktisch gewesen. Gegen, den Kampf gegen diese Riesenfrösche. Aber im Moment ist hier nichts mehr, was mich verflucht, hoffe ich zumindest. Auch wenn Geister eigentlich prädestiniert dafür wären, oder? Flüche auszusprechen. So, da hinten bin ich auch noch nicht gewesen. Da muss ich aufpassen, dass mich hier gleich irgendwas von hinten angreift. Schaut mal, da ist doch eine, das ist doch eine Lücke, oder? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Das ist mir sehr gefährlich. Da muss ich reinspringen. Und Schild hoch. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Eine grüne Scherbe. Ich weiß nicht, ob ich da reingefallen wäre jetzt in diesen Schlitz, aber das ist mir doch ein bisschen gefährlich. So, und hier haben wir die Seele eines Soldaten. Gibt leider auch nicht so viele Seelen, glaube ich, die Seele eines Soldaten. So, dann können wir hier hoch oder geradeaus in den Turm. Mein Gott, so langsam habe ich ein bisschen den Überblick verloren, muss ich gestehen. Wo ich jetzt genau bin und wo ich war. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay. Haben wir hier verschlossen. Okay, da brauche ich wohl irgendeinen Schlüssel für. Da ist Wasser am Aufzug. Das ist kein gutes Zeichen. Dann laufen wir zu Fuß. Wir sind ja gut zu Fuß. Wir sind ein Held, der sowieso schon einige längere Fußmärsche mitgemacht hat. Dann schaffen wir das auch noch. Kompositbogen. Ah, ich habe leider nicht viel Geschicklichkeit, deswegen bringen mir die ganzen Bögen im Moment nichts. Ich habe ja auch den Bogen von Faris, der ist, glaube ich, auch ziemlich gut. Zumindest was die Range angeht. Man kann halt sehr weit damit schießen. Und ich habe noch was gesehen beim letzten Mal. Eine Kiste in der Dunkelheit, in der Ferne, die ich leider nicht erreichen kann. Da muss ich auch nochmal schauen, ob ich da irgendwie hinkomme. Vielleicht mit einem gewagten Sprung oder so. So, aber erstmal hole ich mir hier die Seele. Stimmt auch wieder die Seele eines Ritters oder so. Menschlichkeit, nein. Keine Seele, sondern Menschlichkeit. Okay, dann werde ich mal hier einen Sprung wagen. Oh je, Leute. Da bin ich ja kein Fan von. Okay, ich laufe mal da hinten hin, wo es glitzert und blinkt. Da kann ich rein. Ah. Ist das hier das, wo ich den Typen gesehen habe? Ich glaube, da steht dieser Typ, den ich von unten gesehen habe. Oh Gott, ich hoffe, das ist kein Boss. Seltener Ring der Opferung. Kennen wir schon. Der sichert meine Seelen und geht dann kaputt, wenn ich sterben sollte. Aber wie komme ich hier aufs Dach? Das ist doch so ein Typ. Mit dem kann man doch bestimmt sprechen. Oder gegen ihn kämpfen. Eins von beiden. Steht ein Typ, der hat diese rote Rüstung an, die wir schon kennen. Aber wie komm ich zu ihm? Darunter springe, das bringt mir nichts. Oder doch?
in die Ruine rein, oder? Bin ich da sicher schon, vielleicht sogar schon gewesen. Vielleicht aber auch nicht. Na komm, wir springen mal rein. Ich hoffe, das war kein Fehler. Menschenknochen. Und da habe ich aber gerade eine Leiter gesehen. Mein Wanderfluch ist ausgelaufen. Super. Allerdings sind hier gerade keine Geister, die mich angreifen. Deswegen werde ich noch keinen neuen Wanderfluch nehmen. Ich hoffe, das ist keine riesige Fehlentscheidung. Hier bin ich doch schon gewesen, oder? Ist das das Haus, wo ich rumgelaufen bin? Ja, natürlich ist das das Haus. Dann habe ich das übersehen. Dann habe ich das übersehen, dass hier so ein Kamin ist. In diesem Raum hier bin ich, glaube ich, gar nicht gewesen. Mit den Totenschädeln. Erinnere ich mich nämlich nicht dran. Ja, aber wo ist der Raum denn jetzt hin? Hier. In dem Raum bin ich nämlich, glaube ich, gar nicht gewesen. Und die Leiter hier habe ich auch nicht gesehen. Wenn die aufs Dach führt, dann haben wir doch das Ziel erreicht, oder? Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Und da haben wir ihn. Bist du Freund oder Feind? Freund oder Feind, mein Bester? Ich glaube, er ist Freund. Well, this is a surprise. I get few visitors, save for ghosts. You have the Lord Vessel. Very impressive. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Oh, vielleicht ist das der Schlüssel für die, eine Tür. The four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorius traversed the Abyss. If you could find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Ah, Leute, Artorias. Da habe ich doch einen Ring von dem. Artorias, und da war doch auch irgendwas mit, er schreitete über den Abgrund. Wartet mal, wo ist es denn? Bund von Artorias, hier, ermöglicht Abgrundschreiten. Dieser Ring symbolisiert den Bund des Ritters Artorias mit den Bestien des Abgrunds. Genau wie Artorias ist sein Träger in der Lage, den Abgrund zu durchschreiten. Ja, mit diesem Ring kann ich wohl diesen Abgrund, von dem er spricht, durchschreiten. Aber wo ist der? Erzähl mir mehr. What is it? The key to the seal is now in your hands. I will help you in any way possible. Na, dann kann ich ihn bestimmt... Oh, hier kann ich einen Fluch brechen lassen, wenn ich einen hätte. Aber habe ich gerade nicht, deswegen schaue ich mal, was er so... Oh, du hast Wanderfluch im Angebot. Und Fluchabwehr. Benötigt aber Intelligenz, die ich nicht habe. Und es ist sowieso Magie. Wanderfluch. Ja, komm, dann nehmen wir mal drei Wanderfluch mit. Nee, warte mal. Es ist nur ein Wanderfluch für 1000. Okay, das ist ziemlich teuer. Nee, dann lassen wir das mal lieber. New Londo was sacrificed to contain the Dark Wraiths. Mark my words. The Dark Wraiths are the enemies of man and any living thing that has a soul. They were never meant to roam again. Okay, du hast nichts mehr zu sagen. Wirklich schlauer bin ich jetzt nicht, außer dass er irgendwas von vier Königen quatscht, die ich besiegen soll. Und diesen Schlüssel habe, um dies zu tun, beziehungsweise ich soll hier irgendwie ein Tor öffnen. In die Untiefen oder so. Dafür brauche ich den Schlüssel scheinbar. Ich weiß es nicht, Leute. Ich schau mal, ob ich an diesem Fahrstuhl, wo wir waren, da jetzt die Tür aufbekomme. Falls es ein Fahrstuhl war, aber es sah so aus wie einer. Wo war der denn jetzt nochmal? Wo war der jetzt nochmal? Wanderfluch sind die Geister echt spärlich mit. Die haben jetzt wirklich kaum was fallen lassen. Da bin ich Besseres gewohnt. So... Hier sieht schon mal nicht so gut aus. Das war genau auf der anderen Seite.
Genau, hier war das. Und dann nicht dort, sondern hier hoch und dann wieder links und dann, glaube ich, geradeaus. Ja, da ist der Turm. Mal gucken, kann ich jetzt hier das Tor öffnen? Ja, Siegelschlüssel benutzt, sehr schön. Und dann haben wir hier irgendein Rad, was ich mal einfach drehe. Was passiert dann? Ich habe übrigens immer noch kein Leuchtfeuer hier unten, was mich ein bisschen verstört. Vor allen Dingen jetzt bei dieser riesigen Tür, die sich hier öffnet. Ach, wie cool ist das denn? Jetzt habe ich hier das Wasser abgelassen. Und jetzt sind die Ruinen erst wirklich begehbar, oder was? Geht es jetzt erst hier richtig los? Ah, wie cool. Das ist ja cool. Warte mal, jetzt kann ich bestimmt auch den Fahrstuhl benutzen. Absolut. Genau so sieht's aus. Jetzt muss ich natürlich unten aufpassen. Ich habe jetzt wieder keinen Wanderfluch aktiv. Wer weiß, ob hier Geister sind oder irgendwas anderes. Das Schild bringt mir, glaube ich, gerade eh nichts. Wenn ich den Wanderfluch nicht drin habe. Das ist ja köstlich. Das sind alles Leichen. Boah, ist das ekelhaft. Oh, wer bist du? Hallöchen. Du bist Skeletor, oder was? Oh Gott, er hat irgend so ein fettes Schild. So ein Machtschild. Na komm, greif mich an. Na, du hast ja gar nichts drauf. Er ist schon down. 1200 Seelen auch nur. Bist du irgendjemand gewesen? Er lässt nicht mal irgendwas fallen. Was ist das für ein Typ? Mich würde jetzt interessieren, ob ich jetzt oben noch fetten Loot und so bekomme. Bestimmt, oder? Irgendwelche Drachen oder so, die lasse ich jetzt erstmal stehen. Ich gehe nochmal ein Stückchen hier hoch, in die Ruinen. Hoffe, dass mir jetzt nicht irgendwelche Geister den Kopf abschlagen. Ich will mich nämlich hier nochmal ganz kurz ein bisschen umschauen, ob hier noch irgendwas Interessantes für uns ist. Dieser Skeletor, der hat doch bestimmt irgendwas bewacht. Ja, wusste ich's doch. Seele eines stolzen... Wow, noch ein Skeletor. Okay, das ist... Okay. Ich dachte, das wäre ein spezieller Gegner. Aua. Warte mal. Heile mich kurz. Dann halt hier mit. Ah, oh, bist du ein Arsch, ey. So, jetzt bist du tot. Ein toter Arsch. So, ich heile mich nochmal. Im Moment will ich jetzt hier gerade nicht geizen. Mit Estus und Heilung und so weiter. Dann ist wieder mal ein unbekanntes Gebiet, wo ich wirklich gar nicht weiß, was hier auf uns zu... Und ein Nebel. Super. Oh, Leute. Ich weiß nicht, ob ich da durchgehen soll. Oh, fuck. Wartet mal. Ich rüste mal den Knochen, den Heimkehrknochen aus. Und wenn das jetzt ein Boss ist, dann werde ich zurückkehren, Leute. Ich will hier gerade nicht gegen einen Boss kämpfen. Was scheint es nicht zu sein? Wo bin ich hier? Hier sind noch mehr von diesen Skeletors. Aua, das interessiert ihn gar nicht, dass ich blocke. Was für ein Arsch. Oh Gott, was ist das? Irgendwas schleimt mich an. Aua, ich bin tot. Shit, Mann. Was war denn das für eine Scheiße? Irgendwas hat mich durch die Wand einfach...
fett gehittet. 33.000 Seelen verkackt, ey. Oh Mann, Leute, wie unfair war das denn gerade bitte? Ich wusste gar nicht, was es war, was da in der Ecke war. Ich habe nur irgendwas gesehen, was angeglibbert kommt. Oh, ist das unfair. Das war wieder wirklich so eine Stelle, die ich ein bisschen unfair fand jetzt. Na gut, ich werde mich jetzt wieder durch die Ruinen schlagen. Ihr kennt das Spiel. Und ich glaube, dann werde ich doch erstmal in die andere Richtung gehen. Da, wo die Drachen waren. Bevor ich da die Ruinen erkunde. Ich habe nämlich eine Idee, wo es bei den Drachen rauskommt, wo ich da rauskomme. Ich glaube nämlich, dass wir dort einfach, weil das von der, Location einfach passen würde, wenn wir dann im Drachental rauskämen, da wo wir den untoten Drachen schon besiegt haben, irgendwo da in der Ecke. Da, denn hinter diesem untoten Drachen haben wir nämlich, das war ja in einer der ersten Episoden, da habe ich ja auch schon diese blauen Drachen gesehen. Und ich vermute mal, dass das einfach ein Shortcut ist. Hier zum Feuerlink, zum Feuerbandschrein. Und vielleicht ist da sogar nochmal ein Leuchtfeuer oder so. Denn ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass hier kein Leuchtfeuer kommt. Schaut mal, wie weit ich hier durch diese Ruinen gegangen bin von Neulondo. Was ich da alles gemacht habe und immer noch kein Leuchtfeuer. Ich hoffe, dass es jetzt, dass ich jetzt nicht irgendwelche Wege hier versperrt habe, dadurch, dass ich jetzt hier, das ganze Wasser abgelassen habe. Gibt es jetzt hier neuen Loot? Man sieht nichts. Sieht alles ein bisschen anders aus jetzt hier. Na, die Geister sind aber immer noch da. Ihr könnt mal Wanderflüche fallen lassen, meine Besten. Damit ich euch mal ein bisschen besser bekämpfen kann und nicht immer so viel Angst haben muss. Ah, wenigstens laufe ich jetzt nicht mehr Gefahr, überall abzustürzen und abzusaufen. Weil das Wasser jetzt weg ist. Jetzt kann ich nur noch abstürzen, nicht mehr absaufen. So. Ja, ja, ja. Schon, lass mal bitte einen Wanderfluch fallen. Die lassen einfach keinen Wanderfluch fallen, das ist so mies. So, hier ist jetzt das erste Mal richtig Geister-Action. Aber am besten ist einfach schnetzeln und zwei Wanderfluch, sehr gut. Schaut mal, da unten liegen meine Seelen. Das heißt, ich war hier in dem Gebiet. Dann werde ich vielleicht doch mal schauen, dass ich da vielleicht runterspringe. Oder vielleicht kann ich jetzt hier von so hier sogar ganz leicht meine Seelen bekommen. Hat mich denn da eben gekillt? Gott. Ich sterbe doch nicht, wenn ich hier runterspringe, oder? Das müsste ich eigentlich packen. Komm du mal raus da aus der Ecke. Will ich nicht umarmen. Danke. Ich heile mich mal gerade, dann springe ich, glaube ich, mal hier runter. Müsste ich doch eigentlich packen, oder? Oben ist noch was ich hätte holen können. Ah, Skeletor. Oh ja, geil. Zwei. Das ist, glaube ich, nicht so cool, die Idee. Da kommt wieder dieser Blub. Aua. Aua. Komm schon. Angst. Ich hab ein bisschen Angst, Leute. Ich geb's zu. So, jetzt. Was macht der da? Nein! Was machst du da? Nein! Was macht der? Ich dachte gerade im Moment, er wird mich jetzt instant töten. Was für ein Estusverbrauch jetzt hier gerade. Aber egal. Puh. Okay, ich habe gesagt, ich werde erstmal in die andere Richtung gehen. Ich glaube, das mache ich dann doch.
Auch wenn es mich jetzt reizt, was da hinten ist, würde ich gerne wissen. Na komm. So ein Schild hätte ich auch gerne. Allein weil es irgendwie stylisch ist, so ein Kraftschild zu haben. Coole Sache. So. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sogar sind. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. So, dich logge ich mal mit meinem Blitz an. Auch wenn ihr, glaube ich, nicht so anfällig seid für Blitz. Nee, seid ihr nämlich gar nicht. Na komm du mal hier rüber. Ich will nicht alle gleichzeitig haben von denen. Komm mal her. Ja, wie viele sind das denn? Das sind ja 4 oder 5. Ich hoffe, dass ich die jetzt leichter besiege als noch zuletzt. Das ist ja schon eine ganze Weile her, wo ich mal gegen die gekämpft habe. Da habe ich, glaube ich, einen Dorn bekommen mit Mühe und Not. Ja, genau. Dann bin ich nämlich daran gescheitert. Diesen enormen Blitzschaden, den die machen. Warte mal, ich ziehe mir mal mein Kristallschild an. Wo ist es? Hat er sich jetzt wieder dahingesetzt? Wieso kommst du nicht hierher, du Otto? Och Mann, ey, wieso kann ich den nicht einfach vernünftig hierher ziehen? Komm her jetzt. Guck mal, das sind 4 oder 5 Stück, aber ich will dieses Item haben. Und ich glaube, ich weiß, wo ich dann rauskomme. Ey, ist der behindert oder so? Wie fliegt der immer nach da vorne? Du, komm mal her. Okay, Feuer scheint er irgendwie gar nicht zu mögen. Oder die. Denn der war gerade richtig gestaggert. Oder war irgendwie richtig schockiert davon. Mich gar nicht mehr bewegt, als ich auf ihn eingeschlagen habe. Und jetzt kommt doch mal bitte. Kann ich nicht mal ins Visier nehmen? Stirb. Danke. Das war richtig knapp. Puh. So, jetzt noch einer. Aua. Mach mal lieber deine Blitzattacke. Genau. Und jetzt komm mal schön her. Ich will nicht direkt die nächsten da hinten holen. Ja, mach deinen Blitzatem. Das kannst du ruhig schön machen. Das sieht mich überhaupt nicht. Und stirb. Was? Oh, das war richtig dumm. Ich bin jetzt gerade noch reingelaufen bin in seinen Blitz. Und seht ihr, Leute? Wisst ihr, wo ich bin? Rechts geht's Richtung Feuerbandschrein und geradeaus geht's in den Aufzug. Und dieser Aufzug fährt auch zum Feuerbandschrein, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist ja richtig fies auf der Brücke, dass er erstmal diesen Atem da macht, bei dem man gar nicht ausweichen kann, mehr oder weniger. Ah, komm her. Du bist ein Blötschkopf, Junge. Oh oh. Tod, komm schon, stirb. Jawohl. Nice. 1000 Seelen geben die nur. Das ist eigentlich relativ wenig, ne? Die sind eigentlich relativ stark, finde ich. Okay, die Seele hole ich mir noch, oder was auch immer das hier ist. Oh, Banditenkram und ein Spinnenschild. Das Spinnenschild ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. Das, hat, glaube ich, extrem hohe Giftresistenz.
Dumm, dass ich das jetzt erst bekomme. Das hätte ich im Schandstadt gut gebrauchen können. Und ich rüste mal wieder mein Balderschild aus. Und, warte mal, Spinnenschild. Schauen wir uns mal gerade ganz kurz an. Dieser Schild der wilden Bergbanditen. Ein Schild von ungewöhnlicher Form mit einer schwarzen Spinne drauf. Widersteht Gift. Seht ihr? Das ist nämlich einer der wenigen Schilde, die überhaupt eine Resistenz haben. Also abgesehen jetzt von Blitz und so, was natürlich alle Schilde haben. Aber das Schild hat halt eine Resistenz gegen Gift. Und Gift und Fluch. Wow, was bist du für ein Scheißding? Wow. Okay. Grauer Brocken hat der Skeletor fallen lassen. Habt ihr gerade diesen Totenkopf gesehen, der sich in die Luft gesprengt hat? Gruselig. Und da hinten ist dieser Schleim. Der hat mich getötet das letzte Mal. Und der spuckt diese Dinger aus. Oder? Der hat gerade so ein Ding ausgespuckt, oder? Oh Gott, ich gehe drauf. Ich sterbe hier gleich. Er hat nämlich wieder... Er hat wieder mit irgendwas auf mich geschossen. Oh Gott, ey. Was für ein Arsch, ey. Was für ein Arsch. Habt ihr das gesehen? Der hat eine Mega-Lanze oder sowas. Jetzt kann ich irgendwie diesen verstärkte Zauberbarriere wirken. Hä? Wieso kann ich denn jetzt die Zauberbarriere wirken? Ach, weil ich den Wanderfluch vielleicht nicht aktiv habe? Vielleicht gehen zwei Sachen gleichzeitig nicht. Boah, was bist du für ein ekelhaftes Vieh, ey. Mach den jetzt mit den Blitzen fertig. Boah, was für ein ekelhaftes Vieh. Das sind irgendwelche Leichen oder so, ne? Die sich da zusammentun. Widerlich. 5000 Seelen. Boah, ich hoffe, du kommst nie wieder. Hat er jetzt diesen Totenkopf ausgespuckt oder war das Zufall? Na komm, explodier. Ich will mich hier trotzdem umschauen. Ja, die Gegend ist einfach tödlich. Es ist einfach tödlich, vor allem mit 50.000 Seelen hier rumzulaufen. Aber hier muss doch irgendwo ein Leuchtfeuer sein oder sowas. Das ist doch mega fies. Sowas hier zu machen und dann kein Leuchtfeuer. Hier geht's jetzt auch noch ins Wasser. Na, da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Hier im Wasser rumzulaufen. Mann, Leute, ich sehe mich schon sterben wieder. Was bist du für einer? Okay, da kommt wieder so ein Skeletor. Na komm, mit dir nehme ich es auf. Aua. Boah, bist du ein Arsch, ey. Bist du ein Arsch? Da bin ich gerade am... Scheiße, ich habe nur noch einen Estus. Gut, weit werde ich mich hier nicht mehr weiter wagen, Leute. Dafür ist mir das zu riskant, ohne Heilung. Seele eines stolzen Kriegers. Oh, hier sind so viele coole Sachen noch bestimmt. Oh, guck mal, hier sind überall Items. Nochmal die Seele eines stolzen Kriegers. Oh, wenn ich wüsste, ob das hier noch groß ist. Geborstener roter Augapfel. Wenn ich wüsste, ob hier noch so viel ist, dann würde ich jetzt hier ein bisschen rumlaufen und... Ah, da kommt schon wieder so ein Skeletor. Aber so ist es halt so mega riskant. Ich habe halt nur noch diese eine einzige Heilung. Wieder verkackt, Mann. Jawohl, Schild hoch gehabt.
So, ich habe keine Heilung mehr, Leute. Das ist mir zu riskant. Ich muss hier weg. Wir müssen nochmal ein andermal hierher kommen. Die Zeit ist sowieso rum jetzt. Ich werde meine Seelen sichern gehen, Leute. Das ist mir... Oh Gott, ich bin fast da reingesprungen und wäre, glaube ich, dann gestorben. Wo muss ich denn hin? Da hinten irgendwo lang. Ich bin mir gerade mal überlegen, wie ich am besten hier wegkomme. Wie ich am besten meine Seelen sichere. Am besten über die Brücke dort hinten, wo die Drachen, wo ich die Drachen besiegt habe. Und dann ist die Frage, wie ich wieder hierhin zurückkomme, denn so richtig optimal war keiner der Wege. Durch die Ruinen muss ich halt wieder jede Menge Geister hinter mir lassen und vor allen Dingen der Weg ist relativ weit. Da oben, das Item brauche ich auch noch. Und wenn ich übers Drachental komme, muss ich halt die ganzen Drachen wieder besiegen und die sind auch nicht so unbedingt ohne. Ich weiß es nicht, Leute, ich weiß es nicht. Bin ich nicht hier durchgekommen durch das Haus? Genau, jetzt sind wir wieder hier im Drachental. Ja, und die ganzen Drachen werde ich meinen Arsch drauf verwetten, genauso wie Skeletor und so auch. Die werden 100% wieder respawnen. Wieso ist hier nicht irgendwo ein Leuchtfeuer? Ich wette, hier ist irgendwo ein Leuchtfeuer. Liebe Leute, ich mache hier einen kleinen Cut. In der nächsten Episode sehen wir uns dann wieder hier unten in den Ruinen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. Headshot.